Herzlich willkommen zu «Anlegen mit Weitblick» im Mai mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, die Börsenweisheit «Sell in May and go away» habt ihr sicher auch schon mal gehört. Und heute klären wir die Frage, ob die wahr ist oder nicht. Aber Philipp, zum Starten fangen wir mal mit dem amerikanischen Markt an. Und zwar treffen aus den USA aus ökonomischer Sicht ja vermehrt negative News ein. Wie beurteilst du die Lage? Ja, tatsächlich sind die Indikatoren, die in letzter Zeit eintroffen aus den USA, ein bisschen schlechter gewesen. So hat sich zum Beispiel das Wachstum im ersten Quartal fast halbiert. Die Konsumentenstimmung ist schlechter geworden und es sind auch weniger Arbeitsplätze geschaffen worden. Und ja, wenn wir noch die Wirtschaftsindikatoren dazu nehmen, dort ist ein bisschen ein gemischtes Bild. Für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Hier drauf sehen wir auf Blau ist die Stimmung der Industrieunternehmen. Die ist zwar negativ, hat sich leicht verbessert, aber ist immer noch im negativen Bereich. Was aber schlimmer ist, ist auf der anderen Seite die Dienstleister. Das ist die grüne Linie. Und die grüne Linie, die Dienstleister machen eben einen sehr grossen Teil aus in den USA. Und die hat sich jetzt auch gegen negativ bewegt. Und wie hat die Märkte die News aufgenommen? Ja, interessanterweise hat die Märkte das positiv aufgenommen. Die Logik dahinter ist, ja, schlechtere Werte bedeutet eigentlich eine Abkühlung der Wirtschaft, bedeutet, die Inflation wird zurückkommen, bedeutet, die Zinsen werden zurückkommen. Also mit dem glaubt man, dass Zinssenkungsschritte eher wieder näher gerückt sind. Und was würde passieren, wenn sich die Stimmung jetzt nicht verbessert? Ja, wie man auch auf dieser Grafik sieht, ist in der Vergangenheit, wenn beide Werte stark negativ waren, ist man eigentlich in den USA in einer Rezession abgerutscht. Ich glaube, wir sind hier jetzt irgendwann an einem Scheidepunkt, der sich wird weisen in den nächsten Monaten, wie es wird weitergehen wird. Hat man in eine Rezession abrutschen oder hat man in einen Soft Landing reinkommen, wie das eigentlich die Märkte erwarten. Bisher hat die USA eigentlich die Weltwirtschaft gestützt, im Gegensatz zu Deutschland, Großbritannien, China, die in der Rezession sind, ist eben sehr viel Power aus den USA gekommen. Und wie eingangs versprochen, klären wir noch die Frage über die Börsenweisheit «Sell in May and go away». Und zwar der Markus aus dem Kanton Basel-Stadt ist mit dieser Frage auf dich zugekommen. Ja, «Sell in May and go away» ist eine sehr alte Börsenweisheit. Es ist sogar noch mehr. Es ist eigentlich wie eine Strategie oder eine Taktik, verfolgt hat. Man sagt, dass in den Sommermonaten, und das wäre eigentlich von Mai bis November, schlechter die laufen als die Wintermonate. Und wie man aber auf dieser Grafik gesehen hat, so wie in den Sommermonaten, ganz wenige Monate, wo positiv ist. Also würdest du sagen, Verkauf wäre ich nicht zu empfehlen im Mai? Definitiv nicht. Gerade zum Beispiel diesen Mai hat man jetzt bis Mitte Monat fast 5% Performance hat man aufgegeben. Man verpasst, wie vorher erwähnt, auch gute Monate, wenn man das so macht. Market Timing, also wann steigt man aus und wann geht man wieder rein, das ist generell schwierig, das schaffen Profis nicht. Tagesschwankungen sind zum Teil höher, als was man da drauf sieht, was eine Monatsschwankung ausmacht. Und zu guter Letzt gibt es eine andere Börsenweisheit, und die heisst, stetes Hin und Her macht Taschen leer. Also es die auch immer Kosten entstehen, wenn man verkaufen und wieder kaufen. Und das ist doch definitiv eine langfristige Anlagestrategie, wie mit unserer Vermögensverwaltung das richtige Instrument dafür. Und dann kommen wir doch jetzt noch auf die Vermögensverwaltung. Wie gewohnt werfen wir noch einen Blick auf die aktuelle Positionierung. Kannst du uns auch hier schnell erzählen, was wir diesen Monat geändert haben? Ja, wir haben ganz wenig geändert. Bei den Aktien bleiben wir so aufgestellt, wie wir das auch schon letzten Monat waren. Insgesamt eine vorsichtige Positionierung. Zwar sind wir bei den Aktien neutral, aber innerhalb der Aktien haben wir dort eine gewisse Vorsichtigkeit drin. Wir sind mehr Schweizer Titel, wir sind mehr Substanztitel. Im Gegensatz zur USA und Europa, wo wir leicht untergewichtet haben. Bei den Obligationen haben wir eine Umschichtung gemacht. Wir sind dort aus einem kleinen Teil inflationsgeschützte Anleihen sind wir ausgestiegen und dafür reguläre, normale Anleihen gekauft. Das, weil wir einerseits einen leichten Gewinn realisieren und auf der anderen Seite nicht glauben, dass die inflationsgeschützten Anleihenwerte in der nächsten Zeit besser performen als die regulären.
Merci vielmals für deine Ausführungen. Danke, dass auch dir mit dabei warst. Ihr dürft mich jederzeit bei Fragen auch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse melden. Und sonst bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.